Zwischen diesen Bildern und diesen lagen 90 Minuten Fußball mit folgender Erkenntnis. Das ist eine Schande, denke ich, von uns Elfen, Zwölfen, die auf dem Platz standen. Das darf uns nicht passieren. Meuselwitz in Schwarz, quasi passend zum Endergebnis gekleidet. Druckvoll, ja stürmisch, sogar gefährlich, zumindest bis zur 10. Minute. Im Nachhinein wirkt es fast zynisch, dass die Thüringer durch Gasch die Möglichkeit zur Führung hatten. Der HSV setzt unter dem neuen Sportchef Frank Arnesen auf den Nachwuchs. Weniger freiwillig als aus finanziellen Gründen. Die Kasse ist leer, doch die zweite Mannschaft hat so einige Schätze. Rohdiamanten, die eigentlich noch geschliffen werden müssen. Doch neben den Meuselwitzer Feierabendfußballern begannen sie schon gestern zu glänzen. Daniel Natsch nach schönem Doppelpass mit Coach Abas zur Führung. Im Gegenzug Meuselwitz, da war die Partie noch offen. Ausgleich nach 20 Minuten Dominik Müller, einer von 7 Neuzugängen. Das erste Tor im ersten Spiel, ein Grund zur Freude, speziell beim Stand von 1:1. Dann diese Szene, Freistoß HSV. Alles, was Schwarz trägt, versucht eine Abwehrmauer zu bilden. Soweit die Theorie. In der Praxis sehen wir eher eine lockere Menschenkette. Völlig zwanglos, mit der Möglichkeit, diese je nach Lust und Laune verlassen zu können. Philipp Riese macht jetzt davon Gebrauch. Sören Bertram auch, von seiner Möglichkeit, diese Lücke zu nutzen. Die erneute Führung durch den HSV. Die 32. Minute, es folgt der spielerische Höhepunkt dieser Partie. Romeo Castelen bekommt den Ball. Der Niederländer gehört eigentlich zum Profiteam der ersten Mannschaft. Warum, ist spätestens jetzt klar. Es ist eine Szene, in der man sich an große Momente des Fußballs erinnert fühlt und einfach nur hofft, dass keiner diesen Moment durch eine plumpe Grätsche zerstört. Einfach nur schön. Generell muss man den Meuselwitzern zugutehalten, dass sie angenehme Gäste waren. Man hätte die Hamburger Spiellaune auch einfach kaputt treten können. Zuschauen war da die bessere Alternative. Das war übrigens das 4:1. Die meisten Meuselwitzer Ballkontakte im ersten Durchgang hatten diese beiden. Und das blieb auch so dank Romeo Castelen. Im vergangenen Jahr plagten den 28-Jährigen immer wieder Knieprobleme. Von Feyenoord Rotterdam kam er zum HSV und will dieses Jahr endlich im Profikader zaubern. Ganz nebenbei war dieser Ball nicht ganz unhaltbar. Es folgt die nächste Romeo Castelen Show. Bleibt die Frage, was bemerkenswerter war, dass Castelen sich gegen 3 Mann durchsetzte. Oder dass ihn kein Meuselwitzer Abwehrbein traf. Oder dass er hier noch auf Coach Abas abspielte. Es war in jedem Fall die letzte Demütigung durch Castelen, der 20 Minuten vor dem Ende raus durfte. Der HSV zeigte gestern, dass Fußball nicht immer ein Kampfspiel sein muss. Meuselwitz zeigte das auch, nur mit anderem Ergebnis. 7:1, das war eine Klatsche vom Allerfeinsten, verbunden mit der Frage, was von der Saisonvorbereitung eigentlich übrig geblieben ist.